Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in Orsinium und ich kriege gerade einen Schluck auf. Wir sollen im Gasthaus nachhorchen, wer für den Überfall verantwortlich sein könnte. Schauen wir doch mal. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Nach unten. Okay. Wie kommt man denn hier ins Er hat Gasthaus euch rein? ausbezahlt? Mit Zinsen wird auch Zeit. Vielleicht hat er endlich einige dieser Schmuckstücke verkauft, die er so sehr liebt. Ich will mich nicht beschweren und ich stelle keine Fragen. Ich bin nur froh, dass ich endlich bezahlt wurde. Hallöchen. Heute ist ein guter Tag, meine Freundin. Ich habe Gold in der Tasche und einen vollen Humpen in der Hand. Also, was kann ich für euch tun? Ist das nicht die Stimme von dem einen aus der dunklen Bruderschaft? Dem Freund war es, glaube ich, von der Werwolf-Dame da. Ich konnte es nicht vermeiden, euch zuzuhören. Was war das? Was war das über eine große Menge Gold? Ich wüsste nicht, was euch das anginge. Falls ihr glaubt, mich ausrauben zu können, nun, dann solltet ihr euch das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich brauche dieses Gold für meine Tochter. Jetzt lasst mich in Ruhe, sonst werde euch mit meinem Humpen eins überziehen. Ja, genau. Ich versuche nur jemanden zu finden, der seit kurzem eine Menge Gold hat. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Ihr tut so geheimnisvoll und erschreckt die Leute dabei schier zu Tode. Also, warum sucht ihr nach Kuluk? Ich möchte einfach nur herausfinden, wie er an das Gold gekommen ist. Bei Trinimax missgebildetem C, wenn dieses Gold unrechtmäßig erworben ist. Meine Sheila braucht doch ihre Tränke. Gut, versuchen wir es mal so. Wenn ihr alles, worüber gesprochen wurde, vergesst, dann könnte ich ein paar hilfreiche Informationen für euch haben. Sind wir da einer Meinung? Wir haben miteinander gesprochen. Ich weiß von nichts. Gut. Ihr habt das nicht von mir. Aber Guluk ist hier vor einer Weile aufgebrochen, um mit diesen kaschitischen Händlern zu sprechen. Ihr wisst schon, die vor kurzem aufgetaucht sind. Und wenn sonst nichts hilft, dann solltet ihr ihn zumindest riechen können. Ihn riechen können? Er trägt irgendeinen schnieken Duft und meint, das würde die Geister beruhigen. Die Khajiit haben ihn ihm verkauft. Wenn ihr mich fragt, dann riecht er wie ein toter Horker, der zu lange in der Sonne gelegen hat. Folgt diesem Geruch. Er wird euch geradewegs zu ihm führen. Okay. Hier habe ich jetzt kein. Oh, Moment, da hinten liegt noch ein Buch. Orks und ihre Hauer könnt ihr euch gerne durchlesen, wie immer. Aber die Bücher, die lese ich ja in der Regel nicht durch, weil das auch zu lange dauern würde. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ne, Moment, hier bin ich gar nicht runtergekommen, ne? Die Treppe war Hier hier. bekommt ihr nur die vorzüglichsten Waren. Kann ich hier raus? Ja. Raus, ja, aber den Geruch kann ich hier. Ah, Moment, der ist weiter hinten. Der ist generell etwas weiter hinten in der Stadt. Beziehungsweise ich kann ihn von hier aus schon riechen. Okay. Sagen wir mal nichts zu. Das sieht nämlich nicht so gesund aus hier mit dem Geruch. Wohin geht der? Komm. Hier hoch. Und hier verlässt er mich. Hier geht es jetzt wieder runter oder was? Nee, jetzt geht es doch weiter. Abgeschlossen folgt dem Gestank. Geruch. Es ist schon fast schlimm genug, dass diese keine Geschäfte mehr mit ihm machen will. Arusha würde zustimmen, wenn ich das ganze Gold wäre, das er uns gibt. Er hat das Glück von Jone und Jode, selbst wenn er wie ein toter Horker stinkt. Dieser Hoffi werde mit der Hälfte seines Glücks und dem Doppelten seines Goldes gesegnet, aber nicht seinem Gestank. Sprecht mit Karina. Wer von euch ist Karina? Du. Wir sind Händler, ja. Aus einem fernen Land. Wir haben seltsame und exotische Waren für die Bewohner von Orsinium im Gepäck. Sobald wir alles aufgebaut und unseren Laden eröffnet haben, wird dieser euch gerne unsere Waren zeigen. Ich kam nicht umhin, euch zuzuhören. Habt ihr eine Ahnung, wo ich Guluk finden kann? Wir sind neu in der Stadt. Wo derjenige hin ist, mit dem wir Geschäfte machen, wissen wir nicht.
Doch als er uns verließ, ging er nach Osten, in Richtung des Wohnviertels. Natürlich sehen alle Viertel dieser Stadt für diese völlig gleich aus. Darf ich fragen, was ihr für Geschäfte macht? Neugierig sind wir was. Unsere Geschäfte achten durchaus die Gesetze, seid euch dessen gewiss. Nicht alle Khajiit gehen anrüchigen Tätigkeiten nach, ganz gleich, was ihr auch gehört haben mögt. Wir verkaufen Gesundheitsmittel, Arzneien gegen Krankheiten, Kopfschmerzmittel, solche Sachen. Ihr verkauft Medizin? Das ist ein Wort, ja. Die beste zum besten Preis. Ihr werdet in der ganzen Stadt keine niedrigeren Preise finden. Sobald wir einmal eröffnet haben, natürlich. Aber wenn ihr nach Guluk sucht, dann folgt dem Geruch. Er ist auffällig und hartnäckig, ganz wie unerwünschte Hausgäste. Okay, sollen wir also wieder zurück, ja, wenn ich das richtig sehe? Weil da kamen wir ja eigentlich gerade her. Ach, ich hätte oben... Moment, das machen wir nochmal eben schnell. Ich schalte mal eben ganz kurz den Wegschrein hier oben frei. Eventuell brauchen wir den nämlich nochmal. Hä, hey, wieso geht das jetzt... Ah ne, das sind die Khajiit gewesen da oben. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso geht das jetzt doch wieder hier hoch? Okay, dann... Oh, mal schauen, wo der Geruch uns jetzt hinführt. Da die Treppe hoch. So. Und hier rein, so wie es aussieht. Ins Badehaus. Aha. Dieses Bad gehört so lange uns, wie wir wollen. Ich habe im Voraus bezahlt. Als ich dich das letzte Mal sah, hattest du nicht mal zwei Goldstücke zum Klimpern, Guluk. Was hat sich geändert? Guluk? Ein Goldregen ging nieder, Liebchen. Und zwar genau in meinen Schoß. Nun kommt her und landet auch mal hier. Dann geht es uns beiden besser. Also ich höre ihn, aber ich sehe ihn hier nirgendwo. Hä? Ach, wahrscheinlich wieder... Ja. Und wer seid denn ihr? Geht und sucht euch ein anderes Badehaus. Ich habe dieses hier für den ganzen Tag gemietet. Glaubt ihr, ihr wisst schon alles? Kümmert ihr euch darum, Guluk, mein Schatz. Ich gehe los und hole mir etwas zu trinken. Warum dürfen wir eigentlich nicht hier in Bikini rumlaufen? Ja, ich bin gerade am gucken, wie die das Ganze hier aufgebaut haben. Das Ding sieht auch nicht schlecht aus. Kann man das irgendwie nachbauen? Guluk. Was soll das denn hier? Wenn ihr nicht zum Baden gekommen seid, seid ihr wohl wegen meiner Elixiere hier. Nun, ich kann euch beruhigen. Meine Elixiere heilen garantiert, was euch plagt. Es braucht nur etwas Zeit und mehrere Anwendungen. Erzählt mir von dem Handel, den ihr mit den Winterkindern eingegangen seid. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet. Ich bin ein treuer Untertan des Königs. Ich habe nicht das Geringste mit irgendwelchen verdammten Winterkindern zu schaffen. In diesem Brief von Ur von Eisherz steht etwas anderes. Nein, ich kann das erklären. Die Leute dieser Stadt, ich bin den Handel nur ihretwegen eingegangen. Das Gold der Winterkinder erlaubt es mir, meine Elixiere für einen Bruchteil der Kosten herzustellen. Ich tue das für die Leute. Damit die Orks aus den Clans hungern? Die Clans im Umland. Sie sind Feinde dieser Stadt und unseres Königs. Ihre Häuptlinge weigern sich, die Herrschaft des Königs anzuerkennen. Sie bleiben lieber bei ihren alten Bräuchen und Traditionen. Währenddessen können sich die Armen dieser Stadt keine Arznei leisten. Ich rette Leben. Die Informationen, die ihr weitergegeben habt, haben Leben gekostet und die Winterkinder mit Vorräten versorgt. Ein kleiner Preis für einen großen Zugewinn. Ich war dieser Stadt schon lange treu ergeben, bevor irgendwelche Fremden wie ihr hier aufzukreuzen begannen. Ihr habt kein Recht, über mich zu urteilen. Sagt mir einfach, wo ich die Winterkinder, die gestohlenen Vorräte hingebracht haben. Gut. Was bringt es schon? Seht ihr, was geschieht, wenn man einfach nur zu helfen versucht? Die Vorräte wurden in die Frostbruchfestung geschickt. Denn dort will der Kriegsfürst der Winterkinder Ufron Eisherz seine Truppen neu sammeln. Ich bin mir sicher, er selbst bewacht die Vorräte. Wenn ihr das wirklich tut, um der Stadt zu helfen, dann werde ich euch nicht der Wache melden. Ich meine, dass wir später nochmal auf Guluk getroffen sind. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher.
auf der einen Seite scheint er ja einen guten Antrieb gehabt zu haben. Auf der anderen Seite bin ich ganz ehrlich, ich meine, es ist ein Ork und die reden ja immer nur von Ehre und bla bla bla. Und das ist nicht sehr ehrenhaft, ne? Sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Deswegen, ja, also, nee. Er wusste da ganz genau, was er da gemacht hat. Ich werde der Wache hiervon berichten. Versucht nicht, die Stadt zu verlassen. Tut, was ihr wollt. Meine Elixiere sind da draußen auf den Straßen der Stadt und erreichen die Leute, die sie brauchen. Sicher, ich werde den Rest meines Goldes nicht genießen können, doch ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Naja. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Das hört sich auch so ein bisschen scharlatanmäßig an, muss ich sagen. Also nicht so, als ob die tatsächlich wirken. Wo müssen wir denn hin? Geradeaus? Ich erkenne euch wieder. Sir Hugh wollte, dass ich euch Grüße von ihm bestelle. Sir Hugh? Was, wie? Der sagt mir gerade was, der Name, ja? Dass sie einen immer wieder anquatschen und man gar nicht weiß, worum es geht. Noch einmal willkommen in Orsinium. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei diesem großen Vorhaben. Ah, noch eine Reisende erreicht unsere großartige Stadt. Willkommen, willkommen. Seid ihr eine der Auserwählten? Habt ihr den Brief der Schmiedemutter bei euch? Ich habe den Brief. Wer seid ihr? Ich bin eine hohe Priesterin von Trinimak, die im Tempel von Orsinium dient. Wie ihr bin ich auf Bitte von Schmiedemutter Alga hier, um dabei zu helfen, die uralten Traditionen von Treue, Ehre und Einheit neu zu beleben. Außerdem heiße ich Neuankömmlinge willkommen. Sagt mir, wie war eure Reise? Ich habe einer Karawane geholfen, die von den Winterkindern angegriffen wurde. Vorräte für die Clans im Umland wurden gestohlen. Wir haben ähnliche Berichte erhalten. Nur einer aus einer ganzen Reihe unglücklicher Vorfälle, denen wir ein Ende zu machen gedenken. Soldaten der Orsima und sogar der König selbst haben sich dieser Sache angenommen. König Kurok glaubt, dass selbst jene, die seine Herrschaft ablehnen, es verdient haben, dass man sich um sie kümmert. Fragt sich nur, auf welche Art und Weise, ne? Ich weiß, wohin sie die Vorräte gebracht haben. Wirklich? Vielleicht gelingt es uns doch noch, die Vorräte zurückzuholen, die die Clans brauchen, um den Winter zu überleben. Schon bringt unsere Entscheidung, Fremde in unser Land einzuladen, uns ungeahnte Vorteile ein. Sagt mir, wo haben die Winterkinder die Vorräte versteckt? Ich habe ja gesagt, ich will ihn verraten, ne? Und das ist auch die erste Antwort, die jetzt da drin steht. Also denke ich mal, dass das eigentlich die richtige ist. Jetzt sagt mir der Name Guluk aber irgendwie was. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur von dieser Geschichte her ist oder ob das jetzt auch von einer anderen Geschichte her ist. Ach Mann, ich hasse solche Entscheidungssachen. Sie hat mich jetzt aber eigentlich nur gefragt, wo die Winterkinder die Vorräte versteckt haben. Ich weiß nicht, für mich hört sich das immer noch an, als ob das ein Scharlatan ist und der... Ja gut, er hat halt was Schlechtes gemacht, ne? Es sind Leute gestorben und alles. Ach komm. Guluk hat die Clans verraten. Er sagt, die gestohlenen Vorräte wären zur Frostbruchfestung gebracht worden. Ihr habt die gestohlenen Vorräte aufgespürt und den Verräter unter uns enttarnt? Trinimak muss euch geschickt haben, um uns in unserer Not beizustehen. Nehmt dies als Belohnung dafür, dass ihr uns geholfen habt. Und ihr müsst euch Schmiedemutter Alga vorstellen. Schaut nur, da kommt sie ja. Ist dies eine der Fremden, die meiner Einladung gefolgt ist, Hohepriesterin? Ja, große Schmiedemutter. Hab Dank, Solgra. Ich rede jetzt mit der Fremden. Kommt, Fremde. Wir haben viel zu besprechen. Dann hat unsere Botschafterin euch also endlich gefunden. Sie hat sich verdammt nochmal Zeit gelassen. Doch jetzt seid ihr hier und das ist das Einzige, was zählt. Willkommen in Orsinium. Erstaunlich, wie schnell wir diesen Ort neu aufgebaut haben, oder? Die Orsima können alles schaffen, wenn wir nur zusammenarbeiten. Ich habe herausgefunden, wo die Winterkinder mit den gestohlenen Vorräten hin sind. Diese verdammten Reikmannen und ihre widerwärtige Magie. Sie gibt den Winterkindern eine unendliche Zahl an Soldaten, die sie gegen uns einsetzen können.
Dennoch haben unsere Soldaten ihre Kriegsherren alle bis auf einen ausgeschaltet. Diesen Bastard Orphan Eisherz. Wo sind die Vorräte? In der Frostbruchfestung. Ich habe gehört, Eisherz würde sie persönlich bewachen. Trinimark ist uns also wohlgesonnen. Mein Sohn, König Kurok, ist schon zur Frostbruchfestung gereist, um sich persönlich um Kriegsfürst Eisherz zu kümmern. Ohne einen starken Anführer wird die Bedrohung durch die Winterkinder bald nur noch eine verblassende Erinnerung sein. Ihr müsst gehen und dem König von den Vorräten erzählen. Ich gehe König Kurok helfen. Es gibt zwei Dinge, denen mein Sohn nicht widerstehen kann. Essen und Kämpfen. Als er den Aufenthaltsort von Eisherz erfuhr, ist er losgeeilt, um sich eigenhändig um den Kriegsfürsten zu kümmern. Helft ihm, die Gefahr zu beenden und die Vorräte zu bergen. Die Vereinigung der Ork-Clans hängt davon ab. Wie wird dies König Kurok helfen, die Ork-Clans zu vereinen? Die Winterkinder stellen eine Gefahr für ganz Wrothgar dar. Besonders Orphan Eisherz ist uns seit langem ein Dorn im Auge. Der König selbst gab den Befehl, euch in unser Land einzuladen. Falls die Winterkinder dank dieses Befehls bezwungen werden, werden die Clans dies bemerken. Hat König Kurok keine Armee? Natürlich, doch viele unserer besten Krieger sind unterwegs, der Allianz zu helfen. Außerdem sind die anderen Clanshäuptlinge viel zu sehr damit beschäftigt, nach ihrem eigenen Ruhm zu eifern. Mein Sohn braucht jemanden an seiner Seite, der nichts beweisen muss. Jemanden, der kein eigenes Süppchen kochen möchte. Jemanden wie euch. Was könnt ihr mir über die Winterkinder erzählen? Die verfluchten Winterkinder der Rekmannen. Unter den Langhauskaisern haben sie einst über diese Berge geherrscht. Doch diese Berge gehören nun uns. Wir haben diese Feiglinge zurückgetrieben, aber ihr Anführer, Orphan Eisherz, lebt noch. Es wird Zeit, das zu ändern. Wo treffe ich König Kurok? Ihr findet meinen Sohn im Lager vor der Frostbruchfestung. Das ist eine alte Bretonenfeste südwestlich von Orsinium. Wir belagern sie schon seit Wochen. Aber Eisherz und seine Ratten haben sich tief eingegraben. Geht und helft meinem Sohn, dieses Ungeziefer auszumerzen. Warum lässt der König euch all diese Vorbereitungen treffen? Das hier ist Orsinium. Kennt ihr unsere Traditionen nicht? Kurok ist König. Der Häuptling unseres Clans und jedes anderen Clans nah und fern. Wenn es um Kriege geht, hat er das Sagen. Alles andere legt man jedoch in die tüchtigen Hände seiner Mutter und seiner Frauen. König Kurok ist verheiratet? Oh ja, sogar mehrfach. Genau wie alle anderen Clanshäuptlinge. Noroga ist sein Jagdweib, Tuga das Schmiedeweib, Barasal das Herdweib und einige Schildweiber hat er auch. Sie sind allesamt feine junge Damen. Sie passen gut zu Kurok. Dafür habe ich gesorgt. Erzählt mir von Hohepriesterin Solgra. Hohepriesterin Solgra? Oh, ohne sie hätten wir all das nie geschafft. Sie hält die uralten Traditionen aufrecht. Traditionen, die wir gerade jetzt so dringend brauchen. Mit ihrer Hilfe werden wir der wahren Religion der Orsima wieder zu neuem Glanz verhelfen. Dem Glauben an Trinimak. Trinimak? Trinimak, der Krieger, das Vorbild. Einst war er unser Gönner und unser Gott. Er verkörpert die wahren Ideale der Orsima. Stärke, Ehre und Einheit. Sprecht mit Hohepriesterin Solgra. Sie spricht klangvoller und leidenschaftlicher von Trinimak, als ich es kann. Ja, die ist allerdings in der Frostbruchfestung. Und so leid es mir auch tut, aber mit einem Blick auf die Uhr und aufgrund der Tatsache, ja, dass das ja wieder ein neuer Bereich ist eigentlich in dieser Festung, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Dann ist die Folge zwar nicht ganz so lange geworden, aber dann haben wir das thematisch so ein bisschen gesplittet und dann können wir den Rest der Folge, beziehungsweise den Rest der Reise, so rum, in der nächsten Folge in der Frostbruchfestung weitermachen. Da werden wir uns dann auch wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.